gibt so einige Gerichte, die ich im Hinterkopf habe, für Tage, an denen es mir nicht ganz so gut geht, damit wenigstens das Essen mich aufmuntern kann. Und das hier ist definitiv eines dieser Gerichte. Wir machen heute General Tso's Tofu. Das erste Mal habe ich dieses Gericht in Kalifornien entdeckt und war wirklich hin und weg davon. Traditionell wird es dort mit Hähnchen gemacht, aber wir ersetzen es heute ganz einfach mit Tofu. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Channel, drück auf die Glocke und somit verpasst du kein einziges Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und als erstes benötigen wir etwa 450 Gramm Naturtofu. Den befreien wir erstmal aus seiner Verpackung und tropfen das überschüssige Wasser raus. Und dann können wir unseren Tofu nochmal etwas auspressen, nochmal mit einem Geschirrtuch ein bisschen trocknen und unsere Verpackung mit demselben Geschirrtuch auch nochmal schön trocknen. Unser Tofu kommt dann wieder in seine Verpackung rein und wir legen ihn dann für etwa 3 Stunden ins Gefrierfach. Das Einfrieren sorgt dafür, dass unser Tofu eine schön poröse Textur erhält. Nach 3 Stunden holen wir ihn wieder raus und tauen ihn dann entweder in der Mikrowelle auf oder einfach bei Zimmertemperatur. Den Tofu halbieren wir dann und legen ihn flach auf ein Geschirrtuch. Unseren Tofu umwickeln wir dann nochmal schön im Geschirrtuch und legen danach Gewichte drauf. Ich verwende immer ganz gerne Bücher dafür. Nach 30 Minuten sollte er dann schön trocken sein. Danach rupfen wir unseren Tofu in kleine Stückchen, in etwa so groß, und die geben wir dann in unsere Schüssel rein. Danach reiben wir noch ein etwa 5 cm großes Ingwerstückchen rein, eine Knoblauchzehe, 4 Esslöffel helle Sojasauce und das Ganze verteilen wir gut miteinander und lassen es für mindestens 10 Minuten stehen. Für den Crunch geben wir noch 2 Esslöffel Weizenmehl und 2 Esslöffel Speisestärke dazu und ummanteln unseren Tofu. Geben etwa 4 Esslöffel Sonnenblumenöl in eine Pfanne und geben dann unseren Tofu dazu. Und der wird für etwa 8 Minuten angebraten, bis er schön crunchy ist. So in etwa sollte er aussehen. Und der wird jetzt erstmal zur Seite gestellt. Geben dann 2 Esslöffel Erdnussöl in eine Pfanne, 2 klein gehackte Knoblauchzehen und ein etwa 5 cm großes Stück Ingwer. Geben dann noch 6 getrocknete Chilis dazu und das Ganze braten wir für etwa 20 Sekunden an. Geben 2 Esslöffel Zucker dazu, lassen es kurz aufkochen und löschen das Ganze mit 80 ml Gemüsebrühe und 4 Esslöffel Sojasauce ab. Geben noch etwas Hoisinsauce dazu und lassen es kurz aufkochen. Und damit es schön dick wird, geben wir 1 Esslöffel Speisestärke gemischt mit 3 Esslöffel Wasser dazu, lassen es kurz aufkochen, stellen es aus und geben dann unseren Crispy Tofu dazu. Verteilen alles gut miteinander und geben es dann über etwas Reis. Geben noch ein paar Sesamkörner rüber, ein paar Frühlingszwiebeln und fertig ist unser veganes Wunder. Und jetzt machen wir wie immer noch einen kleinen Taste-Test. Absolut gelungen, Leute. Ich liebe dieses Süßliche in Verbindung mit dem Herzhaften. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Probiert das Rezept selbst aus und sagt mir, wie es euch schmeckt. Und so schnell sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Es hat mir mega Spaß gemacht, wie immer, Leute. Wie gesagt, probiert das Rezept auf jeden Fall aus und schreibt mir dann in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und wir sehen uns im nächsten Video.